Ich möchte jetzt sogleich Philipp Jack das Wort übergeben, der auch mit sehr zarten Klängen arbeitet, aber mit anderen, die nicht aus der Natur kommen. Sie werden das gleich hören. Philipp Jack ist ein Pionier in diesem Bereich. Er hat schon in den 80er Jahren mit diesen Arbeiten begonnen. Und seine Arbeit, Sweet, hat bei uns eine Auszeichnung bekommen, weil wir der Meinung waren, dass dies ein Werk von außergewöhnlicher Schönheit ist. Eine ganz einzigartige musikalische Sprache, die einem so wirklich hineinzieht. Dankeschön. Ich werde vielleicht ein paar Worte über meine Entwicklung sagen. Mein Hintergrund ist im Bereich der visuellen Künste, aber ich habe immer Musik und Klänge geliebt und eigentlich wollte ich immer mit Musik arbeiten. Als Teenager habe ich Gitarre gespielt und Keyboard. Aber das war einfach nicht interessant genug für mich, denn ich konnte da nichts schaffen, das interessant genug klang. Ich konnte auch ganz gut zeichnen und daher habe ich die Kunsthochschule besucht. Ich habe als DJ gearbeitet. 1979 war ich dann in New York bei Freunden, die mich in die verschiedensten Clubs mitgenommen haben. Und die Leute, die mich von Anfang an beeinflusst haben, waren Larry Levan, Shepard Bone und Walter Gibbons. Er war überhaupt mein Favorit damals in den 80er Jahren. Ich glaube nicht, dass er überhaupt die Anerkennung bekommt, die er verdient für seine Arbeit. Also ich habe damals jede Menge Singles gekauft und habe versucht zu kopieren, was diese Künstler gemacht haben. In den frühen 80er Jahren habe ich dann wieder in London gelebt und mit einem Freund gemeinsam ein Team von DJs gebildet. Wir bezeichneten uns als die Bouncing Bethno Green Bambinos. Passport to Pimlico ist ein bekannter englischer Film. Da sieht man am Anfang eine Schallplatte, die sich dreht auf einem Plattenspieler. Und dann sagt jemand, halt, was war denn das? Das sind die Bethno Green Bambinos, die da Latino-Musik spielen. Ziemlich schnell bin ich aber davon wieder weggegangen. Ich habe überhaupt nichts gegen Leute, die tolle Tanzmusik machen, aber ich dachte mir, vielleicht kann ich da was anderes machen. Aber mit meiner Musik würde die Tanzfläche wahrscheinlich leer sein. Und ich hatte das Gefühl, Tanzmusik ist nicht mein Bereich. Und was ich gemacht habe, passte überhaupt nicht in diesen Kontext. Da gab es in London bereits Leute, die mit elektronischer Musik improvisierten. Und das war die Welt, in die ich dann hineingekommen bin. Manchmal arbeite ich immer noch mit Freunden zusammen, die als DJs gearbeitet haben. Ich habe da ganz tolle Platten
Und von einer hatte ich sogar zwei und das waren Einzelstücke, da konnte ich eines um eine unglaubliche Summe verkaufen. Das war mein Anfang. Im Laufe der Jahre, das waren meine formativen Jahre sozusagen, dann habe ich lockerer mit Vinylplatten, mit Schallplatten gearbeitet. Ich habe mit einigen Tanzkompanien zusammengearbeitet, mit einem Choreografen. 1985 sind wir sogar in Linz aufgetreten. Das war das erste Mal, dass ich nach Linz kam. Ein Choreograf und zwei Tänzer. Ich erinnere mich nicht mehr, wo wir waren, aber die hatten damals ein Besucherbuch und ich habe da eine Schallplatte in dieses Besucherbuch hineingeklebt und vielleicht ist sie noch vorhanden. Ich habe meine Arbeitsweise gewissermaßen unterwegs entwickelt. Es gab damals einen Agenten in Holland, der für uns Arbeit überall auf der Welt organisiert hat. Und eigentlich muss ich sagen, dass ich dafür bezahlt wurde, meine Arbeit richtig zu lernen. Wir waren ständig auf Tour und jedes Mal an jeder Station habe ich was Neues dazu gelernt. Ich hatte da unglaubliche Chancen, Dinge auszuprobieren vor einem Publikum. Und da habe ich herausgefunden, was funktioniert, was kommt rüber und was nicht. Ich habe mich mit den Techniken beschäftigt, die DJs einsetzen. Und eine große Verschiebung bei dem, was ich getan habe, entstand mit alten Shellacs, die ich noch hatte. Und ich habe da einen Plattenspieler entdeckt, der noch 78er Platten abspielen konnte. Und ich habe dann daheim damit herumgespielt. Aber es war nicht die 78er Platte, die für mich die Erleuchtung sozusagen war. Es gab eine Platte aus den 60er Jahren mit 16 Umdrehungen. So eine Platte habe ich überhaupt nur ein einziges Mal gesehen. Das war, glaube ich, eine Sprachkursplatte. Seit damals bin ich einmal auf eine Platte gestoßen, die 8 RPM hat. Auf einem MP3-Player könnte man auf einer Platte wahrscheinlich die gesamte Sammlung, die man hat, unterbringen. Auf jeden Fall 8 RPM, das ist extrem langsam. Und seit ich diese Platte gekauft habe, habe ich eigentlich nur mehr mit alten Plattenspielern gearbeitet. Sweet ist eine Live-Aufzeichnung. Two of these record players, and it was actually recorded at a concert live in Liverpool. Das war ein Konzert, das live in Liverpool aufgenommen wurde. Ich verwende solche Plattenspieler. Das ist was ganz Leichtes, das kann man überall mit sich herumtragen. Lo-Fi natürlich, sehr Lo-Fi. Ich habe einen Mixer mit einem Verzögerungspedal und das ist das digitale Ende meiner Arbeit. Ein Casio SQ1, seit langer, langer Zeit wird sowas nicht mehr hergestellt, aber ich glaube, das ist die Königin oder der König der Keyboards. Man braucht kein Menü, man kann das einfach verwenden. Man spielt. Ich wähle aus, welche Platte ich samplen will. Und ich mag das wirklich gern.
Und die Platte, Sweet, die Bearbeitung erfolgt auf dem Minidisc-Player. Ich liebe Minidiscs, denn das ist wiederum etwas Unmittelbares. Das erste Editing habe ich Reel-to-Reel mit Cuts gemacht. Und das kann man auf einem Minidisc-Player machen. Man hat einen scharfen Schnitt, aber man hat da nicht Tonnen von Bändern. Außerdem ist das auch genauer. Ich kann da jetzt schon recht genau damit arbeiten. Sie können schneiden, Sie können arrangieren innerhalb weniger Sekunden. Das sind meine Werkzeuge, mit denen ich Sweet gemacht habe. Es gab in Liverpool ein Live-Konzert. Und es wurde digital aufgezeichnet. Und die ursprüngliche Aufzeichnung habe ich dann auf Minidisc übertragen. Das Konzert war meiner Meinung nach wirklich gut. Und die Platte ist auch herausgebracht worden, aber es ist ganz anders, ob Sie mich nun live spielen sehen oder ob Sie die Platte zu Hause anhören. Meine jüngeren Releases, da denke ich schon mehr daran, wie das wirkt, wenn sich das jemand zu Hause anhört, der mich nicht spielen sieht. Und darum mache ich ziemlich viel Editing für die CDs und für die Vinylplatten, die herauskommen. Einige meiner CDs, da besteht ein Track aus 10 oder 12 Cuts von verschiedenen Konzerten, aber Sweet stammt nur von einem einzigen Konzert. Das ist alles live, da habe ich keine Overdubs gemacht. Aber trotzdem ist das nicht wie live im Konzert. Es ist nicht einmal die richtige Reihenfolge. Da sind Dinge am Ende, die eigentlich am Anfang kommen, im Konzert am Anfang kamen. Aber es soll eben etwas sein, das man auch zu Hause anhören kann. Eines ist mir stets in Erinnerung geblieben. Immer wieder denke ich an Walter Gibbons, seine Mixes. Er hat immer unten dazu geschrieben, Mix with Love, unter seinem Namen stand das immer. Und das ist wirklich wahr, das stimmt. Ich liebe meine Arbeit, ich liebe Musik, ich liebe Klang. Und ich höre zu, ich improvisiere und das, was ich höre, muss mich bewegen. Und wenn dieser Moment einmal eintritt, dann gehe ich da wirklich hinein und versuche, das, was mich wirklich bewegt, zu isolieren oder zu erweitern. Oder ich versuche es über verschiedene Phasen zu verschieben. Ich spiele Ihnen jetzt einen der Tracks von Sweet vor, damit Sie einen Eindruck davon bekommen. Yeah. I'll tell you what, this is called Chime Chime. And the reason der Track heißt Chime Chime. Ich verwende ja Platten aus allen Musikgenres. Und diesen Track nenne ich Chime Chime. Das kommt immer wieder vor bei meinen Aufnahmen. Das ist eine alte Country-Platte.
mit einer wunderbaren Gitarre. Sie erkennen sie vielleicht nicht wieder, denn ich habe das ganz stark verlangsamt. Aber für mich klingt das wie ein Glockenspiel. Ja, Sie werden das ja heute Abend noch mal hören.
Es gibt ungefähr eine Minute da mit ca. 25 Edits. Manchmal sind das einfach harte Cuts. Aber manchmal versuche ich da auch eine Art Bleeden, eine Art Verschmelzung. Das kommt wahrscheinlich durch meinen Hintergrund im Bereich der visuellen Künste. Da überlappen oft zwei Dinge. Ich glaube, ich muss jetzt aufhören. Die Zeit läuft und wir sollten ja noch Zeit haben für ein paar Fragen. Das Konzert heute Abend wird nicht eine... Ich kann ja die Edits nicht in Echtzeit machen, aber ich werde die Platte im Konzert spielen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Philipp, für Ihre Präsentation. Wir haben gerade 8 Minuten Zeit, aber ich glaube, wir können uns ein bisschen mehr Zeit für Fragen nehmen. Darf ich Sie fragen? Haben Sie Fragen? Worüber möchten Sie denn gerne noch etwas mehr erfahren? Über diese Musik unserer Preisträger. Ja, da hinten haben wir eine Frage. Dankeschön. Eine Frage an Jana. Wo sollte man denn Ihre Aufzeichnung idealerweise hören? Ich habe es im Auto versucht, da funktioniert es überhaupt nicht. Zu Hause geht es viel besser. Sind Sie der Meinung, dass man sich einfach hineinfallen lassen muss? Ja, das Auto ist sicher nicht ideal. Da gibt es zu viel Ablenkung und der Lärm des Autos selbst bringt das um. Ich glaube, die ideale Position zum Zuhören, die müssen Sie selber finden. Denn wenn ich eine CD herausbringe, dann überlasse ich die Kontrolle über die Art und Weise des Anhörens dem Zuhörer. Das ist anders als eine Installation, wo ja ich entscheide, wo der Zuhörer stehen oder gehen soll. Bei einer CD, da müssen Sie selbst herausfinden, was am besten ist. Ich drehe gerne das Licht ab, ich lege mich hin und höre einfach zu. Ich lasse mich einfach hineinfallen. Wenn ich ein Konzert gebe, dann ist es mir auch am liebsten, wenn ich in der Mitte sitze, die Zuhörer rund um mich und die Lautsprecher im Raum verteilt. Darf ich noch eine Frage stellen? An Philipp? Sie haben offensichtlich einen Plattenspieler mit Mehrfacharmen. Nein? Nein, nicht Mehrfacharme? Haben Sie einen Mehrfachplattenspieler? Oder ja, ich habe mehrere Plattenspieler. Ich arbeite auch mit vielen Plattenspielern. Aber ich modifiziere das gar nicht so viel. Mein Freund Yannick Schäfer hat sich mit triphonischen Dreiarm-Plattenspielern beschäftigt. Aber ich greife da gar nicht so viel ein bei den Plattenspielern. Ich habe einmal eine Show mit 108 Plattenspielern gemacht. Und das wurde gar nicht verstärkt. Ich hatte die Lautsprecher herausgenommen, weil das einfach vom Gewicht her leichter zu tragen war. Aber 108 Plattenspieler und das war wie ein Orchester aus Plattenspielern. Das habe ich in den 90er Jahren gemacht mit Vinylplatten.
dass ich bin ja als Sammler von Schallplatten, von Vinylplatten aufgewachsen. Dann kam der Übergang zu CDs. Ich bin überhaupt nicht gegen CDs, aber für mich waren einfach die Vinylplatten so wichtig und ich wollte durch dieses Orchester aus 108 Plattenspielern diesen Übergang markieren von Vinyl zu CD. Aber ich greife die Oberfläche eigentlich kaum an. Weitere Fragen? Meine Frage richtet sich eigentlich an alle. Sie haben alle erwähnt, dass Sie einen Hintergrund im Bereich der visuellen Kunst haben. Stellen Sie sich die Dinge visuell vor, wenn Sie Ihre Aufzeichnungen machen? Haben Sie da ein Bild vor Augen oder ist das ein rein klangliches Erleben? Manchmal das eine, manchmal das andere. In den meisten Fällen ist es für mich ein rein klangliches Erleben. Aber wenn ich die Dinge zusammenstelle, da spielt mein Hintergrund in der visuellen Kunst schon eine Rolle. Das hat einen Einfluss auf das, was ich auf klanglicher Ebene mache. Aber es ist schon das Interesse am Klang, das hier den Vorrang hat. Aber natürlich den visuellen Hintergrund gibt es. Das lässt sich nicht ausschalten. Ich bin keine Taucherin und ich fotografiere auch Fische nicht unter Wasser. Da würde man ja auch das Atmen hören und das wäre ein Problem. Klang ist ein offenes Medium. Man kann die eigenen Bilder im Kopf haben und diese Offenheit mag ich. Natürlich spielt mein Hintergrund in der Bildhauerei eine Rolle, denn ich empfinde Klänge manchmal oft wie Skulpturen, wie Formen, vor allem beim Editing auf abstrakterer Ebene. Und ich hoffe, es gelingt mir schon im Kopf der Zuhörer Bilder wachzurufen. Weitere Fragen? Okay, if some questions come to your mind. Wenn Ihnen später noch Fragen einfallen, können Sie ja immer noch mit den Künstlern reden nach dem Konzert. Versäumen Sie es nicht. Und wir schließen zeitgerecht ab. Thanks a lot for coming. Danke für Ihre Teilnahme.